Naja, die Folie suggeriert, dass sowohl beim Tunnelbau als auch bei den Erdwärmebohrungen Gipskörper vorhanden wäre. Schauen Sie sich das Bild mal an. Bei den Geothermiebohrungen, ein großer Teil der Geothermiebohrungen, die Sie als Kreuzchen hier dargestellt sind, sind sicher nicht im Gipskörper. Das heißt, Sie müssen auch die Tiefe dann dazu auftragen. Sie dürfen nicht nur einen Punkt auftragen. Wenn Sie das machen, dann müssen Sie den Punkt an der richtigen Lokalität auftragen, mit der entsprechenden Tiefe dazu. Da gehört mehr dazu, als ein Bildchen hier an die Wand zu werfen. Also, ich gebe zu, dass ich mir natürlich nicht die Mühe gemacht habe, alle im Gipskörper, wie gesagt, das sind zwischen 3.000 und 5.000 Bohrungen, alle im quellfähigen Gipskörper gemachten Geothermiebohrungen an die richtige Stelle gesetzt zu haben. Ich habe aber eine Punktwolke generiert, die in diesem Bereich liegt, um das einfach mal zu verdeutlichen, wie da die Risikoverhältnisse sind. Es handelt sich hier auch wieder um eine schematische Karte auf der linken Seite, denn die Karte wäre auch wahrscheinlich ziemlich unübersichtlich, wenn ich noch 4000 Mal die Tiefe angebe an jeder Bohrung. Ja gut, aber Sie wollen ja mit der Karte beweisen, ja. Ich war da sein Versicherer. Das war Ihre Aussage. Sagen würde links bei der Geothermie, nicht wahr? Da ist im Grunde genommen, das ist ein minimales Risiko vielleicht, nicht wahr? Und beim anderen ist es ein viel größeres Risiko. Aber wir unterhalten uns ja über Bohrungen und Tunnelbau im Gipskörper. Bei mir in Landau wird auch Geothermie gebohrt, nicht? Und da wackeln die Häuser und was weiß ich, was alles passiert, aber ohne dass der Gipskörper vorhanden ist. Es sind alles, also wie gesagt, die Karte für Erdwärmesondenbohrungen ausschließlich im Gipskörper würde sehr ähnlich aussehen. Sehr ähnlich. Und ja, dazu, aber es gibt doch nicht überall Gipskörper, also da wo... Nur die grüne Punktwolke. Die grünen Punkte. Das ist die Zone, in der ungefähr Gipskörper erschlossen werden kann in Baden-Württemberg. Und hier habe ich die Punktwolke draufgesetzt. Und eine, wie Sie mir wahrscheinlich nachsehen werden, genau erstellte Karte würde in etwa das gleiche Bild ergeben als Entscheidungsgrundlage für den Versicherer. Im Osten ist nie Gipskörper in Ihren Punkten. Nie. Bitte? Wie? Im Osten, in der Karte im Osten ist nie Gipskörper. In welcher Tiefe? Also gut, das hat jetzt ja keinen Wert, da bräuchte man jetzt eine richtige Landkarte. Nicht wahr? Da könnte man die Schwäbische Alb bis hin zum Frankenjura, nicht wahr? Weil ja wahrscheinlich dann dieser Gipskörper vorhanden ist, das müsste man dann aufzeichnen. Aber das hat ja so keinen Sinn. Ich war mit den Punkten, das ist ja, sag mal, das ist ja von der Karte her nicht richtig darstellbar. Herr Wittke, ich möchte noch etwas dazu sagen. Es ist auch nicht vergleichbar, eine Bohrung mit einem Tunnel. Die Tunnel sind üblicherweise instrumentiert mit Messeinrichtungen und bei jedem einzelnen Projekt lernt man deutlich mehr als bei einer Bohrung. Das ist also von der Zahl her, man kann nicht einfach eine Bohrung mit einem Tunnel vergleichen. Das ist nicht richtig. Das ist zweifellos richtig. Das würde ich also auch meinen, nicht wahr, dass eine Bohrung etwas anderes ist als ein Tunnelbau, nicht? Okay, jetzt wollte sich noch, bitteschön, Herr Hickmann und dann Herr Conradi. Ja, ich hätte noch eine Frage zu einer Folie vom Herrn Professor Wittke. Können wir da noch mal eine aufrufen? Und zwar benennen Sie die Folie, wie sieht die aus? Prinzipskizze, genau diese. Die ist es, also genau. Okay. Sie vermitteln in dieser Prinzipskizze den Eindruck, dass die Grenze zwischen dem quellfähigen Bereich und dem nicht mehr quellfähigen Bereich in einem relativ steilen Winkel zum Tunnel verläuft. Wenn wir uns aber die linke kleine Abbildung anschauen, dann sehen wir, diese Grenze verläuft von links oben nach rechts oben, links unten nach rechts oben, vereinfacht gesagt. Etwa in der gleichen Richtung, wie auch der Tunnel verläuft, von links unten nach rechts oben. Das bedeutet doch, dass in Wirklichkeit der Winkel, in dem der Tunnel diese Grenze schneidet, sehr viel spitzer sein muss. Und dass damit der Bereich, in dem ich eine geringe Überdeckung dieses quellfähigen Bereichs über dem Tunnel habe, eigentlich sehr viel länger sein muss. Und das ist ja der kritische Bereich. Wie Sie sagten, Sie haben versucht, immer eine hohe Überdeckung zu erreichen, aber irgendwo schneide ich ja diese Grenze und dieser Winkel müsste eigentlich nach meinem Dafürhalten, nach diesen Abbildungen relativ spitz sein, sodass wir eine relativ lange Strecke haben müssten, wo wir im kritischen Bereich liegen. Hier sitzen bleiben, ja. Wenn ich, soll ich darauf antworten? Ja, bitteschön. Ja, es ist natürlich eine Prinzipskizze. Wie die anderen auch, danke. Nein.
Wie lange ist denn ungefähr in der Wirklichkeit das, was Sie da... Es trifft in etwa die Neigung am Übergang im oberen Bereich des Filtertunnels. Nicht? Die Grenze ist relativ steil und das ist auch der Fall beim Hasenbechtunnel gewesen, war auch bei der Wendeschleife. Es hängt davon ab, wie tief man unten in den Gipskörper hineinfährt. Ne? Und es ist natürlich im Einzelnen geplant. Wir haben Bohrungen gemacht und die Bauwerke sind an eine bestimmte Stelle gesetzt. Und es ist festgehalten, dass sie nach Aufschluss der Verhältnisse im Tunnel selbst, so werden Proben genommen, der Anhydritgehalt wird gemessen in den mineralogischen Instituten der benachbarten Universitäten und dann wird die endgültige Lage festgelegt. Das wird möglicherweise noch etwas verschoben beim Bau, ne? Das ist normal. Und auf der anderen Seite, links davon, in diesem Bild, ist der Tunnel eben bemessen gegen 4,5 ne? Megapascal oder 450 Tonnen pro Quadratmeter. Das ist so. Und dann wird das Stück eben länger. Das ist der ganze Unterschied. Okay, Herr Hickmann. Ich verstehe das Ganze noch nicht. Sie sagen, dieser Horizont, der hier als A bezeichnet, ist auch in Wirklichkeit in etwa so steil. Sprechen Sie doch bitte ins Mikrofon und wenn Sie vielleicht die Hand von Ihrem Mund wegnehmen, Sie sagen, das, ja, verstehen Sie, das ist wirklich, das kann man Sie nicht verstehen. Die Linie A ist in etwa so steil wie hier abgebildet in dieser Prinzipskizze. Aber der Tunnel schneidet diese Linie ja genau in einer anderen Richtung, nämlich nicht horizontal, wie Sie es hier darstellen, sondern er kommt aus dem dunkelroten Bereich und will in den rosa Bereich. Also können die Verhältnisse so, wie hier in dieser Skizze dargestellt sind, überhaupt nicht sein. Das verstehe ich noch nicht, wie das in der Wirklichkeit aussehen soll. Ja, Frage, soll denn diese Skizze die Frage beantworten, die der Hickmann stellt, oder wollen Sie hier etwas ganz anderes zeigen, nämlich welche baulichen Maßnahmen Sie im Tunnel ergreifen, damit abgedichtet wird? Ja, so sind die Verhältnisse. Wenn ich jetzt schaue, darf ich, ja, ich kann es schlecht zeigen von hier, aber... Ja, das ist eine gute Skizze, ja. Ich hoffe. Auf der linken Seite, also am Eintritt beim Bahnhof, links ist der Bahnhof, beim Eintritt in den Anhydrit ist das etwa so steil. Auf der rechten Seite ist es flacher, wie Sie sehen. Nicht? Auf der einen Seite liegt das Abdichtungsbauwerk etwa so wie in meiner Skizze und auf der anderen Seite ist der Übergang flacher, wie Sie sagen. Nicht? Das ist richtig. Man muss aber dazu bedenken, dass oben, wenn ich oben zeige, der Schilfsandstein, der liegt da drüber, das ist der braune, unmittelbar oben drüber, eine sehr geringe Durchlässigkeit hat und im Vergleich und auch nicht wasserführend ist praktisch, nicht nennenswert wasserführend ist an dieser Stelle. Insofern ist die Überdeckung auch, wenn man näher herangeht, noch ausreichend. Aber die endgültige Lage, da liegt das Abdichtungsbauwerk ein bisschen weiter runter, ne? Wie Sie sehen, an der oberen Seite. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe das beantworten können. Können wir doch mal bei der Skizze bleiben. Ja. Also der Risikobereich beschränkt sich auf diese dunkelrote Zone. Ja, das ist richtig. Also das, was drüber liegt, diese, das ist es nochmal, hellbraun, das ist Wasser undurchlässig oder nur wenig durchlässig und darüber ist überhaupt kein Problem vorhanden. Wasser haben wir hier, wenn Sie mir gestatten, Herr Vorsitzender. Wasser haben wir hier in dieser Formation, ich hatte das vorhin ausgeführt, das ist der Stubensandstein, der ist stark wasserführend. Darunter kommen die Buntenmergel, oberen Buntenmergel in dunkelbraun, die unteren Buntenmergel in hellbraun, die sind geringdurchlässig, dichten also ab. Dann kommt der Schilfsandstein, ist auch geringdurchlässig, sodass die Wasserführung vom Stubensandstein hier herunterkommen muss. Da gibt es aber noch ein Abdichtungsbauwerk, das ich jetzt nicht erwähnt habe, hier oben auch noch. Also weiter oben, das ist hier nicht dargestellt. Hier gibt es auch noch eins, gegen den Stubensandstein wird auch noch einmal abgedichtet. Ne? Es gibt also mehr als ein Abdichtungsbauwerk in dem Bereich. Herr Geisler, kann Sie da auch was dazu sagen? Vollständig darstellen und dann...
Herr Wittke, bleiben Sie doch mal bitte am Pult. Ja, bitte. Nicht? Jetzt, Herr Sierich, jetzt sagen Sie doch mal, jetzt bleiben wir bei dieser Skizze. Es ist klar, nicht wahr? Der Risikobereich liegt in dem dunkelroten. Richtig, ja. So, und jetzt, was müsste nach Ihrer Auffassung anders gemacht werden, damit da das Risiko so minimiert wird, nicht wahr, dass man Ihren Ansprüchen gerecht wird? Dazu bin ich, also das muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig Tunnelbauingenieur, das kann ich nicht sagen. Ich wüsste auch keine Lösung, wie man das besser machen will. Ich kann nur noch eins sagen, was ich mir noch über diese Abdichtungsbauwerke durchgelesen habe. Da wird ja mit hohem Druck Kunstharz in den Fels injiziert. Und eine ähnliche Methode gibt es ja, wir kommen wieder zurück zur Geothermie, in der Tiefengeothermie. Und zwar werden in der Tiefengeothermie durch Einpressen von Flüssigkeiten mit hohem Druck extra Risse im Gestein erzeugt, damit das wasserdurchgängig ist. Und es gibt in der Fachwelt Leute, die behaupten, dass genau diese Abdichtungsbauwerke das Gleiche verursachen. Das heißt, dass die nicht dichter machen, sondern wasserdurchlässiger. Ja, also das ist ganz was Neues. Bitte schön, Herr Wittke. Wir haben ich hatte mich auf den Beton bezogen, auf Verpressen von Rissen im Beton. Und da funktioniert das. Ja, funktioniert das, obwohl die Bauteile natürlich auch dünn sind und die Drücke sind bei 10, 20 Bar, mit denen man verpresst. Und wir haben ein Versuchsfeld vor einigen Jahren in der Grube Konrad durchgeführt im Erz, um die Abdichtungsbauwerke dort sicherzustellen. Die ist ja inzwischen planfestgestellt, wie Sie wissen, und haben im Erz auch sehr feine Risse verpresst und haben sowohl mit Zementsuspension als auch mit Wasserarmer-Zementsuspension als auch mit Kunstharz verpresst, und die besten Erfolge haben wir mit dem Kunstharz erzielt und haben dann auch radial in die Zone hineingebohrt und haben sehr geringe Durchlässigkeiten festgestellt, und das Phänomen, was Sie skizzieren, haben wir dort nicht feststellen können. Es ist also dicht gewesen und nicht aufgelockert worden. Noch eine kurze Frage. Was heißt ein Druckspiegel Mineralwasser? Bitte? Das ist der Druck. Wieso? Wer hat das gefragt? Ach, Sie. Ach so, ich dachte, Herr Sierich. Mich gewundert. Das ist jetzt nicht mein Thema. Das wird ja nachher noch diskutiert, nicht? Aber es ist der, wenn Sie durch die Grundgipsschichten und den Lettenkeuper bohren Sie den Muschelkalk an, und das Wasser ist dort gespannt, nicht artesisch. Artesisch sagen wir, wenn es bis über die Geländeoberfläche geht, und wir nennen das gespannt. Manche sagen artesisch gespannt. Das heißt, wenn Sie dort anbohren, steigt das Wasser bis auf diese Höhe an. Das ist der Druckspiegel im Mineralwasser. Aber ich dachte, da gibt es kein Wasser. Bitte? Ja, das tut es ja auch nicht, nur wenn Sie durchbohren. Das sollte man ja tunlichst nicht machen, wenn ich sagen darf. Ne? Also artesisch, das ist ein Springbrunnen, nicht? Ja, sozusagen. Leute am Fernseher. Ja, das ist ja tunlichst zu vermeiden, Sierich, wenn ich das so sagen darf, dass man in den Druckspiegel bohrt und dann das Wasser aufsteigt. Sie kennen das Problem, von das ich gerade anspreche, ne? Also wir sind doch bei dem Thema Anhydrit, Wasser, und dann quillt es auf, nicht wahr? Und dann hebt sich der Boden, auf dem die Gleise liegen. So, und das ist eine Gefahr. Und Sie haben jetzt dargestellt, nicht wahr, wie Sie dieser Gefahr begegnen. Ja. Also das passiert nicht nach Ihrer Meinung. Nein, wir schneiden. Diese Schichten gar nicht an mit unserem Tunnel, wenn ich sagen darf, nicht? Die abdichtenden Schichten nicht und den Muschelkalk natürlich ist gar nicht. Ne? Das ist logisch, ne? Gut, also der Professor Witt gesagt, der Tunnel oder der, das Tunnel geht gar nicht durch diese Schichten hindurch. Das ist es ja, richtig. Sagt er, nicht? Okay, jetzt wollen wir nochmal den Herrn Zierich dazu hören. Ja, ich glaube, da hat der Herr Professor Wittke gerade was falsch verstanden. Natürlich gehen diese Tunnel durch den quellfähigen Anhydrit durch, deswegen sitzen wir ja heute hier. Es geht um den Druckspiegel des Mineralwassers eben. Der Druckspiegel des Mineralwassers, ach so, ja, das stimmt. Der ist ja, nach unten hin sind abdichtende Schichten und der wird nicht in den Tunnel hochsteigen, das ist ganz klar. Also nur wenn da Klüfte oder Bohrungen vom Tunnel runter in den Mineralwasserspiegel gehen. Es gibt einen Teil, aber das will ich dem Nachredner nicht vorgreifen, ist im Anfahrbereich, ne, liegt man mit dem Tunnel etwas im Druckspiegel des Mineralwassers. Hier werden die Betonierabschnitte, wird die Innenschale abschnittsweise
eingebaut, um die Druckentspannung flächenmäßig zu begrenzen. Aber das wird nachher mein Nachredner im Einzelnen erläutern. Herr Konradi, Herr Palmer. Herr Professor Witzke, wie muss ich den Planfeststellungsbeschluss verstehen, in dem es heißt, die tatsächlichen Auswirkungen sind im Planfeststellungsverfahren noch nicht absehbar, sondern treten gegebenenfalls erst beim Bau in Erscheinung, und weiter, ab einer Überdeckung der Tunnelröhren von, kann davon ausgegangen werden, dass es aufgrund der gegebenen geologischen Verhältnisse für die Gebäude keine Beeinträchtigungen auftreten. Habe ich das so zu verstehen, dass wir hier doch im Wesentlichen über Hypothesen reden, wobei Sie Annahmen haben? Sie sagen, es ist unwahrscheinlich, dass es kommt. Wenn es denn käme, hätten wir die Mittel, das zu bekämpfen oder dem entgegenzuwirken. Dass aber tatsächlich erst, wie die Verhältnisse sind, erst im Bau deutlich wird. Das heißt, dass wir immer hier noch im Vermutungsbereich sind. Und Herr Professor Witzke, darf ich noch einen Augenblick Ihre Aufmerksamkeit haben? Sie haben die immer. Ich kann nur nicht so viel behalten. Nein, das andere ist keine Frage, sondern nur noch einmal eine Klarstellung. Da hier in Stuttgart immer behauptet wurde, Sie seien an den U-Bahn-Bauten und Planungen in Köln beteiligt, habe ich Ihnen in einer Zwischenfrage hier die Frage gestellt, waren Sie beteiligt? Und dann haben Sie gesagt, das waren Sie in keiner Weise, nur durch eine Beweissicherung bei einem Gebäude, sonst nicht. Nein, ich bin in die Beweissicherung für den Schaden eingebunden. Ja, natürlich. Aber nicht bei einem Gebäude. Das ist was anderes, die Beweissicherung als die Planung. Und das nehme ich hier zur Kenntnis, erfreut zur Kenntnis und werde überall, wo das behauptet wird, Sie seien an der Planung beteiligt werden, dem nachdrücklich widersprechen. Ist das in Ordnung? Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Konradi, weil es mich sehr getroffen hat. Ich würde jetzt mal folgenden Vorschlag machen, dass wir die Tunneldiskussion mit Anhydrit und Wasser im Moment mal unterbrechen. Ich wollte noch eine Frage beantworten. Es sei denn, Sie wollen jetzt noch eine Frage beantworten, weil wir dem Professor Witzke auch die Möglichkeit geben lassen wollen, dass er sich vielleicht auf eine zweite Fragerunde besser vorbereiten kann, und hören dann inzwischen mal den Herrn Lechler und kommen nachher wieder auf die Tunnelgeschichte zurück. Die Diskussion, die ich brauche, das ist aus dem Hauptvortrag. Ne? Moment. Ich wollte gerne Ihre Frage beantworten noch. Ja, bitte schön, dann kommen Sie. Ja, Moment, die ist zugegangen. Ich brauche das Bild dazu noch. Vielleicht kann man in der Zukunft, nicht wahr, diese Folien mal so nummerieren, nicht wahr, dass man die notwendige Folie per Ziffer aufrufen kann. Ja, kann man, das ist richtig. Es sind so viele Fragen. Ich kann das, aber da bräuchte ich immer etwas mehr Zeit. So viel Zeit habe ich immer. Ja, ist klar. Ja, das ist ja kein Vorwurf gegen Sie jetzt. Nein. So, also jetzt, bitteschön. Ich wollte zeigen, ich habe eine Reihe von Bildern hier, die zeigen sollen, und ein Bild ist das. Ich habe den ersten Teil, ich habe den Planfeststellungsbeschluss nicht formuliert. Also von mir stammt den ersten Teil nicht, und den zweiten Teil wollte ich beantworten. Es ist in der Tat so, dass je größer die Überdeckung ist, umso weniger merkt man an der Oberfläche von dem Tunnel. Das ist richtig. Und die Zonen, in denen wir im Stuttgart 21-Projekt auf die Senkungen achten müssen, wir sagen Senkungen, nicht? Bergsenkungen, aus dem Begriff kommt das Senkungen, nicht Setzungen, wir sagen Senkungen, es sind Setzungen, wie Sie wollen. Setzungen sprechen wir davon, wenn unter der Last des Gebäudes sich der Baugrund verformt. Und Senkungen sprechen wir, wenn man unten ein Loch macht und oben treten Senkungen ein. Und da haben wir hier, würde ich als Beispiel, Vorsorge getroffen. Ich nenne nur ein Beispiel hier. Das tritt beim Anfahrbereich Richtung Wagenbruch ein, dass wir sehr große Stützweiten haben, wo die 8 Gleise zusammengeführt werden und große Stützweiten haben und diese Tunnelquerschnitte bei relativ geringer Überdeckung zu unterfahren haben. Hier ist vorgesehen, dass wir die Tunnel abschnittsweise auffahren, das heißt erst die beiden Seitenstollen, die so mit Grün da eingegrenzt sind. Und dass wir auch im Schutze von Rohrschirmen das machen, das sind diese roten Punkte, das sind so 17 cm Durchmesser Rohre, die so 18 Meter im Voraus gebohrt werden und dann den Raum oben schützen. Und wir haben Hebungsinjektionen oder Ausgleichsinjektionen vorgesehen in dem Bereich. Das heißt, von Schächten aus werden horizontale Bohrungen gebohrt, mit denen man vorab die Gebäude leicht anheben kann. Und mit dem man dann nach Auffahren der Ulmstollen und nach eingetretener Senkung wieder die Gebäude anhebt, am Schluss anhebt und am Schluss sie horizontal hat.
ist die Frage gestellt worden, habt ihr das überhaupt schon mal gemacht? Nicht? Ist mir gestellt worden. Die Fragen, die Sie hier stellen, sind mir auch schon früher gestellt worden. Das ist, können Sie sich vorstellen. Und da kann ich dazu sagen, wenn Sie heute Nachmittag Gelegenheit haben, heute ist Tag der offenen Tür bei der U15. Der Tunnel ist kleiner. Nicht? Aber was ist U15? Was ist das? Ist die Stadtbahn U15 in Zuffenhausen. Okay, gut. Zuffenhausen, da ist heute Tag der offenen Tür. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Stand besuchen würden dort. Und dieser Tunnel ist mit 6 mm Senkung aufgefahren worden unter der Bahn und unter der B10. Und hier haben wir diese Hebungsinjektion schon einmal ausprobiert. Nicht um sie auszuprobieren, sondern weil sie notwendig waren. In der Güglinger Straße kam der Tunnel recht nah an die Fundamente. Und hier haben wir das in diesem Baugrund schon mal ausprobiert, sodass wir also meinen, dass wir wissen, es funktioniert. Das ist die Lösung dort. Bei der IHK auf der anderen Seite gibt es vorauseilende Rohre als Sicherung. Große Rohre als Sicherung. Das Gebäude wird abgefangen, auf hydraulische Pressen gestellt, also komplizierte Lösung. Und bei der Messe oben, da haben wir auch die Oberflächennähe im Schwarzjura. Dort sind auch Ausbruchmaßnahmen vorgesehen. Da ist dann im Notfall als Sicherheit, Gürtelhosenträger sind Hebungsinjektionen an einzelnen Fundamenten vorgesehen. Die Messe ist schon vorher so geplant, weil man schon wusste, der Turm kommt dahin, hat man schon die Stützen der Messe schon so, das Gebäude so geplant, dass gewisse Senkungen zugelassen werden können. Das sind so die Bereiche. Und dann kommen wir noch bei Feuerbach Bad Cannstatt. Da gibt es unterschiedliche Lösungen in dem Bereich, wo die Überdeckung klein wird. Da gibt es auch nochmal Hebungsinjektionen, andere Lösungen für einzelne Gebäude. Das sind so ganz kurz gesagt unter Türkheim gibt es noch DSV. Also es ist Sorge getragen worden dafür und darüber liegen auch Erfahrungen vor. Das haben wir an anderer Stelle in Stuttgart schon alles gemacht. Okay, jetzt würde ich aber nochmal auf meinen Vorschlag zurückkommen. Herr Wittke, wenn Sie vielleicht einen Moment mal warten und Sie können sich ja dann auch ein bisschen erholen nach diesen vielen Fragen, nicht wahr, wo Sie zeitlich stark in Anspruch genommen worden sind. Wir kommen nachher wieder darauf zurück. Und jetzt würde ich den Herrn Professor Lechler bitten, dass er... Also Sie benutzen jetzt Folien. Sind diese Folien nummeriert? Ja. Wenn Sie schauen, rechts unten im untersten Eck, zwar schlecht erkennbar, aber erkennbar ist eine Null. Und zwar deshalb hier in dem Fall eine Null, weil die Folie sozusagen nur das Deckblatt darstellt. Aha. Ansonsten sind die Folien alle durchnummeriert. Also dann merken Sie sich bitte, wenn Sie im Laufe der kommenden halben Stunde irgendeine Folie noch einmal sehen wollen. Rechts unten, soweit es überhaupt möglich ist, nicht wahr, merken Sie sich die Ziffer. Ja. Warum tun Sie das so weit unten rechts? Weil das etwas Unwesentliches ist. Anscheinend aber ist es etwas Wesentliches. Ah, ja, natürlich, das nächste Mal wird man es rechts oben machen. Ja, irgendwo jedenfalls, wo man es lesen kann. Okay. Also bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mir auch hier die Gelegenheit geben, über das Großprojekt Stuttgart 21 zu berichten, und zwar eben über die Geotechnik und das Grundwasser, wobei vielleicht vorneweg gleich Geotechnik ein Begriff ist, der ein Allerweltsbegriff ist, weil uns Grundbau nämlich nichts Besseres einfällt, um das umfassend zu beschreiben. In Wirklichkeit wird es sich hier im Wesentlichen um den Baugrund handeln. Ich finde den Übergang jetzt sehr gut, denn am Ende des letzten Vortrags ging es ja eigentlich um Setzungen, um Verformungen des Baugrunds. Und mein Vortrag befasst sich jetzt mit dem Stichwort, wenn Sie sich entsinnen, in der Presse war ja irgendwann mal zu lesen, in Stuttgart geht es nicht um Risse, in Stuttgart geht es um Hohlräume, in die Häuser fallen. Und diese Problematik, meine ich, die sehr, sehr stark überspitzt ist, hoffe ich, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ich die jetzt beantworten und klären kann, sodass wir am Schluss des Tages heute auseinandergehen und Sie sagen, Häuser werden wohl nicht in Stuttgart in große Löcher fallen. Herr Lechler, würde ich noch mal sagen, einfach für die Zuschauer, unten steht,
Schmolczyk und Partner GmbH, ja. Stuttgart. Ich darf mich was ist das? Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ist es eine Baufirma oder was ist das? Nein, wir sind ein beratendes Büro, ganz speziell im Bereich der Geotechnik, der Hydrogeologie und der Altlasten hier in Stuttgart. Und wir sind in dem Projekt Stuttgart 21 von Anfang an mit eingebunden in das Team Baugrund und betreuen seither das Projekt mit für den Bauherrn. Okay. Bitte schön. Ich habe meinen Vortrag in vier Unterpunkte gegliedert. Das eine ist, was mir auch sehr wichtig erscheint, ich möchte noch mal etwas sagen zum Vorgehen bei Planungen von Großprojekten, und zwar im Hinblick auch auf die Baugrunderkundung. Dann habe ich als zweiten Punkt Besonderheiten bei Stuttgart 21 im Hinblick auf Heil- und Mineralquellenschutz. Da werde ich dann nachher, wenn der Punkt kommt, noch mal was dazu sagen. Dann Geotechnik und Grundwasser, das eigentliche Thema aus meiner Sicht. Und dann möchte ich hier einfach dokumentieren, dass in Stuttgart unter vergleichbaren Verhältnissen bereits vieles gebaut wurde, um den Leuten hier die Angst zu nehmen, dass wir was Besonderes mit erheblichem Risiko machen würden. Wenn ich nun zum ersten Punkt komme, und zwar das Vorgehen bei der Planung von Großprojekten, dann lege ich hier eine Folie ab, die beispielhaft für Stuttgart 21 nun ist. Wichtig ist mir die rechte Spalte, und zwar deshalb, weil dort die Erkundungsprogramme dargestellt sind. Was ich Ihnen rüberbringen will, ist ganz einfach, während der ganzen Planung des Projektes, also von der Variantenuntersuchung, die 1985 begonnen hat, bis zu der Ausplanung, die ab 2003 letztendlich läuft, ist begleitend ein Erkundungsprogramm gelaufen, und zwar immer so gestaffelt und ergänzt, dass immer im aktuellen Zustand die nötigen Informationen erarbeitet wurden. Ich habe einen horizontalen Strich oder Farbunterschiede dort in dem Bild auch vorgenommen, und zwar eben nach dem Raumordnungsverfahren. Bis dahin waren die Bohrungen überwiegend auf den Grundwasser, auf das Mineralwasser bezogen. Erst danach, also ab 1997, hat man dann sich mit der Geotechnik, also mit dem, was wir betreiben, auseinandergesetzt. Herr Professor, ich muss Sie jetzt unterbrechen. Sie haben insgesamt, wenn ich das sehe, 30 Folien. Vielleicht sollten Sie sich jetzt auf das Projekt und nicht auf die Geschichte der Entwicklung der Planfeststellungsverfahren konzentrieren. Das ist richtig, Herr Geisler. Das ist aber nicht fertig. Ja, ich wollte eben nur dokumentieren, weil die Diskussion war, ob wir ausreichend erkundet hätten, ob wir ausreichend Informationen zum Baugrund haben. Ich zeige Ihnen, dass wir ausreichend erkundet haben, und deshalb kommt die Folie 4. In der Folie 4 sehen Sie ein Luftbild von Stuttgart 21. Wenn Sie sehen, erkennen Sie den Bahnhofsbereich und Sie sehen den Vorgleisbereich. Und was dieses Bild zeigen soll, ich fasse mich jetzt kurz, dass dieses Bild zeigen soll, den Umfang der zahlreichen Bohrungen, die in diesem Bereich, im Bereich des Trogbauwerks für Stuttgart 21 gemacht wurden. Um das nochmal zu verdeutlichen oder zu verstärken, habe ich die nächste Folie vorbereitet für Sie. Sie können sich orientieren an der Kopfbahnsteighalle, also am alten Bonatz-Gebäude. Oberhalb davon ist das neue Drohgebäude angeordnet. Sie sehen dann so runde Kringel drin in Blau. Das sind die hochbelasteten Tragsäulen, auf denen das Dach des neuen Bahnhofs ruht. Und Sie sehen, wir haben unter jeder lastabtragenden Stütze eine Bohrung gemacht, um genau an den Punkten, wo es kritisch wird für das Bauwerk, auch letztendlich eine Baugrunderkundung zu haben. Ich komme zum nächsten Punkt. Besonderheiten im Hinblick auf Stuttgart 21. Als erstes habe ich hier aufgelegt die Verordnung des Regierungspräsidiums zum Heil- und Mineralquellenschutz. Es gibt in Stuttgart, sage ich mir Gott sei Dank, eine sehr strenge Vorgabe, wie wir in Stuttgart A1 mit dem Grundwasser und hier in diesem Fall A2 mit dem Mineralwasser umzugehen haben. Dort sind nicht nur einfache Vorgaben, sondern es sind auch Handlungsanleitungen letztlich dazu erfasst worden, sodass wir, wenn wir heute bauen in Stuttgart, sehr sicher planen können, was gemacht werden muss und welche Eingriffe wir in den Untergrund und eventuell auch ins Grundwasser vornehmen dürfen. Ergänzend hierzu muss ich anführen, dass parallel, weil die Problematik bekannt war, die hier eine besondere Rolle spielt, bereits 1989 das Land einen Landesgutachter, Professor Kobus, er ist hier im Raum, berufen hat,
um nämlich genau diese Schwierigkeiten, die beim Bauen im Grundwasser und im Mineralwasser auftreten könnten, frühzeitig abzusprechen. Es wurde ein Arbeitskreis geschaffen, der Arbeitskreis AWW, und es wurden frühzeitig in dem Arbeitskreis die Leute zusammengeführt, die für das Bauen, für die Entwicklung und die Planung dieser Bauvorhaben eingesetzt sind. Und diese Vorgehensweise, und deshalb erwähne ich das hier, ist für mich, bekannt, und ich komme viel herum, ist für mich einmalig. Das ist etwas in Stuttgart, was in besonderer Weise unserem Risiko für das Mineralwasser entgegentritt. Okay. Insgesamt wurden 120 Sitzungen in diesem Arbeitskreis abgehalten. Gut, okay, aber das ist jetzt, vielleicht waren es auch 140, nicht? Jetzt machen wir mal. Ja. Können wir nicht weitermachen? Doch, wir sind schon weiter bei der nächsten Folie. In der nächsten Folie ist das Ergebnis, nämlich des Heil- und Mineralquellenschutzes, dargestellt, dass wir verschiedene Zonen haben, in denen wir bauen, nach denen entsprechend letztendlich die Anforderungen des Bauens sind. Sie erkennen hier, dass die Mineralquellen selber die Kernzone darstellt und wir beim Bauen am Bahnhof, wenn Sie Hauptbahnhof lesen, in der Innenzone sind. Und dass der große Teil der Infrastrukturmaßnahmen der Bahn in der Außenzone stattfindet, also wo ein völlig untergeordneter Einfluss auf das Mineralwasser stattfindet. Diese Zonen will ich hier nicht erklären, die Bedeutung, sondern das kann man im Internet nachlesen, beziehungsweise ist ein Vortrag eingestellt worden, wo man das sehr nachlesen kann. Nun kommen wir also nochmal bei dieser Folie da. Was wollen Sie damit sagen, dass die Bahnstrecke die Mineralquellen gar nicht berühren? Sie sehen, die Maßnahmen sind eingezogen. Wir haben eine Streckenführung, die ist aber auch jetzt schon natürlich vorhanden von der Bahn, die durch die gelbe Zone geht. Ja. Und wir haben ansonsten die Tunnel, was die Tunnelstrecken sind, oder den Bahnhof, der geht eben nicht durch diese kritische Kernzone, sondern die gehen durch die Außenzone. Allein im Übergang über den Neckar greifen die einmal in die Kernzone ein. Darf ich ganz kurz fragen, warum ist denn die Kernzone so ein Flickenteppich? Das hängt einfach mit der Geologie in Stuttgart zusammen. Und zwar ist die Definition der Kernzone eben in Abhängigkeit von Schutzschichten, die vorhanden sind. Und es ist aufgrund von Störungen im Bereich von Stuttgart, im Innenbereich von Stuttgart, eben teilweise so, dass diese Schutzschicht in dem Maße, wie es erforderlich ist, nicht vorhanden ist. Und deshalb sind eben vorsorglich auch im Innenstadtbereich Kernzonen vorhanden. Und zufällig, wo der Bahnhof liegt, ist die Geologie so, dass... Wer redet hier? Ich sehe Sie hier. Ja, ich sehe Sie ja gar nicht. Kann ich nichts machen. Ja gut, also jetzt, wie war nochmal Ihre Frage? Der Bahnhof, der Hauptbahnhof, der steht also nicht in der Kernzone, sondern in der Innenzone. Meine Frage genau dieses kurze Stück, wo der Bahnhof steht, ist dann geologisch von so besonderer Bedeutung, dass dort dann plötzlich keine Kernzone mehr ist, also keine höchste Schutzpriorität des Mineralwassers besteht. Ja, das ist meine Frage. Die Frage ist falsch gestellt, denn also. Den Untergrund gibt uns die Natur vor, der liebe Gott vor, nicht irgendwo Stuttgart 21 oder sonst irgendjemand. Und damit ist es so, dass in dem Bereich, wenn Sie erkunden, und ich kann es ja zeigen an unserem Profil, in dem Bereich eben die erforderliche Schutzschicht vorhanden ist, die das Mineralwasser in ausreichendem Maße schützt. Und damit ist dort nicht Kernzone, sondern Innenzone. Das ist ganz einfach. Ja, was wollen Sie denn damit sagen, dass man da in dieser Innenzone... Da kann man so tief runter, Nein, wie man will. Das ist damit gar nicht gesagt. Sondern? Sind Vorgaben, die eben etwas weniger hart sind als die in einer Kernzone. Wer will das? Bitte schön, ganz, ja. Entschuldigung. Die Punkte, ich gehe davon aus, dass Sie... Vielleicht sagen Sie nur, Ihren Namen noch. Mein Name ist Sämann. Ich bin bei den Grünen entsprechend als Experte angestellt. Meine Frage wird sich nachher noch vertiefen. Ich gehe davon aus, Herr Lechler, dass Sie entsprechend nachher in der Längsachse der S21-Tunnel
vom Hauptbahnhof bis rauf zu zur Willy-Brandt-Straße uns geologischen Plan zeigen, der die Schichtung, die Tiefen zeigt. Und dass wir da dazu entsprechend nachher auch noch sicher hören, wie die Pfähle, in welcher Form, Art, Material und Tiefenlage festgelegt sind, ob der Punkt schon geklärt ist. Weil dann können wir Kernzone hin, Innenzone her entsprechend definieren, was passiert tatsächlich, welche Maßnahmen sind zu treffen, dass der besondere Schutz der Mineralwasserzone eingehalten wird. Und da ist egal, ob außen oder innen. Das würde mich interessieren, wenn Sie das haben nachher, können wir den Punkt, und das würde ich gerne machen, Punkt für Punkt vom Hauptbahnhof über die Zone Talaue bis rauf zur Willy-Brandt-Straße gemeinsam kurz und präzise. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Das hat ja keinen Sinn so. Im Moment geht es darum, nicht wahr, was es blaue Innenzone bedeutet, für die, was diese Zeichnung aussagen soll. Ja, ich würde gerne dann hinterher, wenn die Diskussion kommt, letztendlich, wenn sie so tief geht, würde ich natürlich auch gerne die aufzeigen, welche Bedeutung nun die Kernzone, beziehungsweise was ist das Kriterium, um eine Zone als Kernzone oder als Innenzone auszuweisen. Ja, sagen Sie das doch mal. Ja, da hätte ich gerne, ich habe die Folie hier, die würde gut, ich dann anschließend, machen wir mal weiter. Die würde ich anschließend auflegen. Ja, bitteschön. Nun komme ich zum Bereich Geotechnik und Grundwasser. Ich habe Ihnen ja vorher dargestellt, in welchem Umfang wir Bohrungen niedergebracht haben. Und ich beziehe mich jetzt insbesondere auf den Bereich des Bahnhofs Stuttgart 21, also des Tiefbahnhofs. Und auf dieser Folie sehen Sie jetzt das Ergebnis dieser Bohrungen. Und zwar einen Längsschnitt, zwar nicht den Längsschnitt, den Sie sehen wollten, sondern einen Längsschnitt quer dazu. Und dieser quer dazu beweist meiner Ansicht nach, was betrifft bezüglich des Bahnhofs, es gibt zwei Schnitte in dieser Richtung, habe eben nur einen gezeigt, belegt eigentlich das, was Sie hören wollten oder über das wir diskutieren wollten. Was sehen wir auf diesem Querschnitt? Zum einen mal für Sie als Orientierung, oben, jetzt versuche ich mal die Maus zu bewegen, und wo kommt sie? Es hat keinen Wert, wenn Sie vor sich hin flüstern. Wirklich, ich will jetzt, damit wir auch vorankommen, jetzt erklären Sie doch mal, was das für unser Thema zu bedeuten hat. Also da haben wir ich will Ihnen zu diesem Schnitt erklären und damit Sie den Schnitt verstehen, sage ich Ihnen, wo der einzuordnen ist. Dieser Schnitt ist ein Längsschnitt durch den Hauptbahnhof. Richtig. Und wo ich jetzt mit der Maus hingefahren bin, das ist aber... Nein. Ja, jetzt sind wir schon bei der nächsten Folie. Nein, nein. Die Maus liegt ein Stück tiefer ausgedehnt. Okay. Also, jetzt ist es sehr gut. Ich wollte Ihnen sagen, das ist der Nordflügel und das ist der Südflügel. Damit wissen Sie, wo im Moment der alte Bahnhofsbereich besteht. Und das, was insgesamt eingezeichnet ist, ist das neue Bahnhofsgebäude, also das Trogbauwerk. Damit Sie mal von der Geografie her wissen, wo wir uns befinden. Was ich als nächstes Ihnen... Und, was Ihnen als nächstes erläutern... So, jetzt, das ist die projektierte... Der projektierte Bahnhof drunter. Jawohl. Ja, Sie müssen aber wobei sagen. Ich bin ja noch nicht so weit. Doch, ich Sie müssen sagen, von oben nach. Ich bin jetzt im Moment bei der Geologie, weil die ja nachher die entscheidende Rolle spielt. Wir haben von unten nach oben zunächst mal den Lettenkäuber, dann haben wir die Grundgipsschichten und diese Grundgipsschichten, die sind die entscheidende Schicht, um gegenüber dem Mineralwasser abzudichten. Und die sind hier in ihrer als ausgelaugt, ohne Gips, ohne Anhydrit, einer Reststärke von 7 Meter als Dichtschicht vorhanden. Wo ist das Mineralwasser? Das kommt in der nächsten Folie. Kann ich Ihnen hier zeigen? Das Mineralwasser, jetzt entsinnen Sie sich an diese Folie vorher, das ist die Dichtschicht, ja, die ausgelaugte Schicht. Ja. Dann kommt der Lettenkäuber. Und dann kommt der Muschelkalk mit Mineralwasser. Wenn Sie mal sehen, das ist der Bahnhof-Einschnitt, der tiefste Einschnitt, den wir haben. Und wir sind im Muschelkalk, eigentlich im wasserführenden Schicht, sind wir 45 Meter darüber. Ist das unbestritten oder wird es bestritten? Aber bitte nur eine Verständnisfrage, nicht wieder einen eigenen Vortrag. Bitte schön. Wie das geht hier.
Sie sollten auch erläutern, dass es Wassergrundstücke gibt und nicht nur die Mineralwasserschicht, die sehr tief ist. Richtig. Gehen Sie doch mal ans Mikrofon. Entschuldigung, bitte. Haben Sie mich nicht verstanden? Nein, das kann man nicht verstehen. Sie sollten erläutern, Herr Lechler, dass es mehrere Grundwasserstöcke gibt, die entsprechend immer Trennschichten haben und die Sie durchstoßen, wenn die Pfähle in Front reingehen. Wenn das noch kommt, ist das klasse. Ich habe im Moment ja nur diese Folie aufgelegt, weil mich der Herr Dr. Geisler gefragt hat, wo ist denn nun das Mineralwasser? Das wollen wir ja wissen. Und das Mineralwasser habe ich jetzt gezeigt, dort, wo es wirklich auftritt. Ist das unbestritten? Denn in dieser Zeichnung in Ordnung? Denn in dieser Folie, die ich als erstes zum Aufzeigen der Geologie im Bereich des Bahnhofs zeigen wollte, da kommt es insbesondere eben auf diese Abdichtungsschicht an. Es kommt auf den Gipskäuber an, es kommt darauf an, dass wir noch einen gewissen Rest von Talablagerungen haben. Und jetzt kann ich Ihnen auch die Aushubebene, die Schienenoberkante des Bauwerks zeigen. Und Sie sehen, wie tief wir eingreifen. Und jetzt kommt Ihre Anmerkung, wir haben einen Grundwasserhorizont, der hier eingezeichnet ist, der nichts mit dem Mineralwasser zu tun hat, sondern der einen Grundwasserhorizont im Quartär und in den Schichten, Teilschichten des Es gibt halt zwei Wässer sozusagen. Es gibt ein Grundwasser und ein Mineralwasser. Der Grundwasserhorizont ist völlig unabhängig vom Mineralwasser. Dass das Mineralwasser durch das Grundwasser unterstützt wird, ist ohne Frage. Und das habe ich hier aber überhaupt nicht diskutiert. Sondern es geht darum, dass wir, und das war die Frage gewesen, ob wir einen zweiten Grundwasserhorizont haben. Wir haben einen zweiten, wobei wir davon ausgehen, im Bereich des Bahnhofs, dass wir zwar in den Gipskäuber, in den verschiedenen Schichten, die hier nochmal da sind, also Bochinger Horizont, auch Wasser, die sind natürlich wasserführend, aber die im Prinzip den gleichen Druckgradienten haben wie das Grundwasser im Tal selber. Warum ist denn der Grundwasserhorizont so eine gerade Linie? Das kann ja. Also das sieht aus wie eine gerade Linie, weil der Schnitt, Sie müssen mal schauen, das ist fünffach überhöht, das Ganze. Das heißt, Sie haben eine Länge von ein paar hundert Metern und damit wirkt es, hier sind 240, wenn Sie sehen, der Abstand hier hinten ist etwa 1,5 Meter. Das Fließgefälle ist relativ flach, sodass Sie eigentlich annähernd für uns, für diese Darstellung, ein weitgehend, also wir haben 1 Meter Höhenunterschied innerhalb des Bahnhofs. Das Grundwasser fließt oberhalb von dieser gestrichelten Linie? Nein, diese gestrichelte Linie stellt Ihnen die Oberfläche des Grundwassers dar. Das heißt, was stellt es dar? Die Oberfläche des Grundwassers. Die Oberfläche? Jawohl. Das Grundwasser ist von hier nach unten, ja, und fließt in eine, hier in dem Fall, in eine Richtung, weil wir den Schnitt ja quer zum Tal gemacht haben, in Wirklichkeit in eine Richtung, die senkrecht zu der Schnittebene ist. Was ich hier nochmal darstellen möchte in diesem Schnitt, ist die S-Bahn, weil die auch bereits angesprochen wurde. Und Sie sehen hier, die S-Bahn unterschneidet unser Bauwerk. Oder andersherum, wir fahren mit unserem Bauwerk über der S-Bahn hinweg. Das heißt also, zumindest an diesem Schnitt war bereits und auch in Längsabwicklung des S-Bahn-Tunnels war auch ein tiefer Einschnitt vorhanden, der tiefer reicht, als wir hier an dieser Stelle sind. Und dieser Schnitt geht, wenn Sie die S-Bahn-Linie kennen in Stuttgart, dieser Schnitt geht natürlich in Tallängsrichtung. Das heißt, wir durchschneiden dort Zonen, die eben auch einmal in einem Fall die Kernzone betrifft dann. Das hat aber hier mit Stuttgart 21, sage ich mal, nur insofern zu tun, als eben Untersuchungen da oder Baumaßnahmen da waren, die bereits tiefer eingeschnitten haben. Gut, wenn ich nun zur nächsten Folie komme, vielleicht doch noch mal ergänzend hier. Ich wollte Ihnen hier zeigen, dass wir mit dem mineralwasserführenden Horizont sehr viel tiefer sind, also in einem Abstand von 45 Meter zu unserer Baumaßnahme. Und dass wir hier unten gedanklich einen Druck anstehen haben. Und wenn Sie jetzt, wenn Sie einen Sinn an die Diskussion vorher, wenn man im Tunnel anbohrt, durch den Anhydrit durch und kommt man irgendwann ins Mineralwasser, dann steigt es auf und das soll die rote Säule darstellen. Wenn Sie jetzt eine Bohrung machen würden, von hier oben hier durch alle Dichtschichten, durch den Lettenkäuber hier durch und bohren hier das Mineralwasser an, dann wird in dieser Bohrung der Druckspiegel des Mineralwassers
in diese Höhe ansteigen. Und wenn Sie jetzt genau sehen, dann sehen Sie auch den Grundwasserspiegel hier nur eingezeichnet. Die Differenz ist hier relativ gering, in der Größenordnung von etwa einem Meter. Also der Druckspiegel des Mineralwassers ist etwas unterhalb des Grundwasserspiegels. Ich habe noch eine kurze Frage. Da sind diese Dolinen eingezeichnet und dann sind da immer so Fragezeichen unten. Was heißt denn das? Da komme ich nachher noch. Oh, zu diesem Punkt komme ich nachher noch. Die Dolinen werde ich nachher noch mal behandeln. Und zwar. Moment, was behandeln Sie nachher? Die Doline. Die Doline, die Problematik der Doline, denn wir haben ja diskutiert, dass in Stuttgart Häuser in Löcher fallen und da muss ich auf die Doline dann eingehen in dem Fall. Als der Nesenbachtücker. Können Sie das den Zuschauern mal erläutern, was das auf sich hat mit dem Mineralwasserdruckspiegel? Das entsteht nur dann, wenn man das Mineralwasser anbohrt. Nein, der Druck ist natürlich, Sie müssen sich das vorstellen wie ein Topf, der in einer anderen Tiefe einen Abschluss hat und hier unten drückt sozusagen das Wasser gegen eine dichtende Schicht. Ja, das ist ja klar. Und wenn Sie die jetzt anstechen, dann steigt das. Sage ich doch gerade. Also wenn Sie die anbohren, richtig, dann geht es nach oben. Ganz genau. Das habe ich doch gerade gefragt. Das sagen Sie nein. Aber haben Sie denn schon angebohrt? Natürlich wurde das Mineralwasser schon mal angebohrt, weil man ja wissen musste, aber nicht im Zuge der Erkundungsmaßnahmen, um sicher zu sein, welche Verhältnisse wir im Mineralwasserbereich haben. Aber im Zuge der Baumaßnahme, wenn ich jetzt darauf komme, im Zuge der Baumaßnahme, das war vorher die Frage mit Pfählen, die hier nicht dargestellt sind, da komme ich noch drauf, im Zuge der Baumaßnahme werden wir auch Pfähle herstellen und die Pfähle, und das ist die Vorgabe letztendlich aus der Verordnung, Heil- und Mineralquellenschutz. Die Vorgabe ist, dass wir diese Grundgipsschichten, die als dichtende Schichten nun angesehen werden und auch dichtende Schicht sind, dass die nie angekratzt werden darf. Das heißt, wenn wir Pfähle herstellen, müssen die alle oberhalb in diesen Gipskäuberschichten. Was stellen enden. Sie her? Pfähle? Pfähle, wenn wir Pfähle herstellen. Pfähle? Ja. Pfähle. PFA. Ja, ganz genau. Das ist ja, verstehen Sie, es ist ja schwäbisch manchmal, da gucken auch Badener zu und Pfälzer und was weiß ich. Also wir das ein bisschen. Gut, jetzt, das ist jetzt klar. Bitteschön. Nun ist die Diskussion, kann mit dem Mineralwasser etwas passieren? Und zwar dann, wenn wir hier unseren Bahnhof herstellen. Dazu habe ich eine Schemaskizze hier dargestellt. Und zwar soll die zeigen, hat eins das Mineralwasser hier unten wieder mit dem Auftrieb. Sie haben also hier unten einen Druck auf den Lettenkäuber. Ja. Und wir haben als Gewicht dagegen, dass das nicht hochbricht, das Gewicht des Lettenkäubers. Und wir haben das Gewicht des Gipskäubers insgesamt. Und wenn Sie die beiden Gewichte gegeneinander addieren, die sind ja als Gegenlast da, G1 plus G2, dann sind die viel, viel größer als dieser Auftrieb. Das erklärt sich ganz einfach, weil nämlich das Mineralwasserdruckspiegel, also der Druck, der hier unten herrscht, ist letztendlich nichts anderes als die Wichte des Wassers multipliziert mit dieser Höhe. Da aber die Wichte des Untergrunds hier mindestens doppelt so groß ist, haben wir eine zweifache Sicherheit, dass überhaupt etwas passieren kann. Vielleicht können Sie, das ist ja interessant, mal erklären, warum will das Mineralwasser überhaupt nach oben? Weil das unter Druck steht, ganz genau. Ja, und zwar unter Druck, es versucht eben, sich zu entspannen. Es steht unter Druck und versucht sich zu entspannen. Ja, woher welcher und Druck? Ist das Kohlensäure oder? Nein, der Druck, das ist ein hydrostatischer Druck. Und zwar, jetzt müsste natürlich wieder eine Folie da sein, woher das Mineralwasser kommt. Das Mineralwasser kommt ja aus dem Gäu. Und im Gäu ist die Höhe etwas höher als im Stuttgarter Talkessel. Und von damit ist ein Höhenunterschied vorhanden für das Mineralwasser. Und es drückt dann vom Gäu, jetzt übertrieben gesagt, in den Stuttgarter Talkessel und will hier irgendwo raus. Es findet ja auch einen Ausgang. Und den sehen wir dann nachher. Der Ausgang ist nämlich natürlich im Neckar zum Beispiel. Gut, also das ist ja klar. Das ist nicht natürlich, sondern das künstlich. Machen wir weiter. Ich habe Ihnen also gezeigt, dass der globale Auftrieb beim Bau des Bahnhofs völlig unerheblich ist. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine Folie, die natürlich auch eine Schemaskizze ist,
dass dieses komische Minarett soll nicht bedeuten, dass wir demnächst in Stuttgart hier etwas anderes bauen wollen. Das zeigt einfach durch die Überhöhung in der Darstellung, soll die Augen zeigen. Nun, was will ich auf dieser Folie Ihnen zeigen? Wir haben den Bahnhof, den fertigen Bahnhof, und wir haben den normalen, den oberen Grundwasserhorizont, das obere Grundwasser, von dem wir vorher gesprochen haben. Nun war ja in der Presse zu lesen, dass der Bahnhof aufschwimmt irgendwann. Und das versuche ich Ihnen hier darzustellen, dass das nicht passiert. Denn wir haben natürlich dieses Grundwasser und das strömt unter dem Bahnhof hindurch. Damit wäre auch die nächste Frage bereits beantwortet, ob der Bahnhof als Stauhorizont, weil der Bahnhof geht ja als Querriegel durch das ganze Tal, und wir sorgen dafür über diese Umläufigkeit, dass das Wasser, das zu Tal fließt, zumindest in dem Bereich, wo es abgeschottet wird, auch herumfließen kann. Und das Gewicht des Bahnhofs ist so groß, dass selbst wenn der Grundwasserspiegel hochsteigen würde, er trotzdem letztendlich aus dem Eigengewicht nicht aufsteigen wird. Das haben wir uns in Bonn damals auch gesagt, ja? Nein, das ist falsch, und zwar ganz einfach deshalb, weil in Bonn ein anderer Fall eingetreten ist. In Bonn ist Folgendes passiert: In Bonn gab es ein Rheinhochwasser. Und wenn es ein Neckarhochwasser in Stuttgart gibt, dann behaupte ich, wenn das bis zum Bahnhof reicht, dann ist sowieso in Stuttgart nicht mehr arg viel mehr möglich. Also dort war ein Rheinhochwasser. Dieses Rheinhochwasser ist von oben her in die Baugrube eingeströmt und hat damit eine ganz andere Druckbelastung für das Grundwasser erzeugt. Und was jetzt mit dem Bach? Und jetzt ist es so, hier haben dieser... Dieser Fall ist untersucht, und zwar als Katastrophenfall. Also wenn jetzt der Nesenbach nun letztendlich überlaufen würde... Ja, also Wo ist der? Der ist dahinter in der Skizze, der reicht irgendwo, muss ja unter dem Bahnhof durch. Der Nesenbach in seinem Düger würde hier unten durchgehen. Also Vorsicht, so. Der läuft unten durch? Unten, der muss unter dem Bahnhof durchgehen, jawohl. Wo war denn der in der Folie ganz am Anfang? Ja, Moment, aber normalerweise, also jetzt ohne den Bahnhof, läuft er... Wo? In einem Kanal. Jawohl. Und er läuft auch hinterher in einem Kanal, nur wird er eben in einem Düker, also in einer Unterführung unter dem Bahnhof durchgeführt. Und wenn das Risiko bestehen würde... Der Kanal wird also tiefer gelegt. Ja, richtig. Okay. So, und wenn jetzt die Katastrophe wäre, dass dieser Düker, der nun den Nesenbach abführt, dass der verstopft wäre, aus welchen Gründen auch immer, wenn man dieses Szenario annimmt. Das heißt, wir hätten, und jetzt sind wir bei dem Fall Köln, sind wir beim Fall Bonn, das heißt also, wir hätten hier oben einen Wasserstand, dann ist dieser Zustand nachgewiesen, denn dafür sind, was jetzt hier nicht dargestellt ist, wieder diese Pfähle vorhanden. Und diese Pfähle sind so ausgelegt, dass hinterher für diesen Katastrophenfall selbst dann der Bahnhof nicht aufschwimmen wird. Herr Arnoldi hat eine Frage. Ja, ich hätte gerade zu der Folie noch eine Frage. Kann ich die noch mal haben, gerade eben, die Folie? Entschuldigung. Schon weiter, Herr Professor Lechler. Ja. Das sieht so aus, jetzt laienhaft mal gesagt, der Bahnhof liegt im Grundwasser so drin wie ein Tanker auf See. Nein, der liegt nicht wie ein Tanker auf See, sondern der... Aber es ist doch, der Grundwasserspiegel ist doch über der Sohle vom Bahnhof. Ja. Ja. Und das muss doch dann irgendwie abgedichtet werden, damit das Wasser nicht in den Bahnhof reinläuft. Ja, das wird als weiße Wanne ausgebildet, als Bauwerk, das dicht ist, wasserdicht ist. Jetzt meine Frage dazu. Was müssten Sie bautechnisch tun, wenn Sie jetzt diesen Bahnhof um zwei weitere Gleise erweitern wollten? Was müsste man bautechnisch dann unternehmen? Dann würde man nämlich genau das Gleiche machen wieder wie jetzt. Man würde daneben, da komme ich aber nachher noch drauf auf die Baugrube, man würde eine zweite Baugrube bauen, man würde in der zweiten Baugrube das Wasser absenken, man würde das Wasser, das für die Umläufigkeit da ist, provisorisch fassen und auf die andere Seite bringen, würde den Bahnhof herstellen, genau mit den gleichen Elementen, und das Spiel wäre zu Ende.
Ja, warum kann man jetzt den Druck nicht gleich so breit machen, dass das... Ja, das ist die Frage, das ist die Frage, ob man das muss oder nicht, ob wir einen Bahnhof mit, ich weiß nicht, da bin ich nicht der richtige Fachmann dafür, mit 8 oder 16 oder wie viel Gleisen unter 16 Gleisen, ja, das ist ja ein anderer Bahnhof. Aber unter dem Gesichtspunkt Geotechnik und Grundwasser wäre eben auch ein 9. und 10. Gleis möglich. Ohne Schwierigkeiten. Sehr gut, also das machen wir. Das ist ja wichtig. Bitte? Ja, über Kosten. Das steht aber im Moment wobei, nicht zur Debatte. Wobei, wenn ich das sagen darf, jetzt ist es natürlich billiger, ist ja logischerweise, denn Sie brauchen nachher eine zusätzliche Baugrubenverbau, einen zusätzlichen Baugrubenverbau. Dass es teurer wird, als wenn man das jetzt bauen würde, das ist klar. Aber was brauchen Sie? Einen zusätzlichen Verbau. Denn ich gehe ja davon aus, dass wir nicht in dem Moment, wo wir die Baugrube offen haben, letztendlich bereits wissen, dass wir verbreitern wollten, sondern das kommt ja später irgendwann mal. Und dann brauche ich eine neue Baugrube. Um wie viele Meter kann man den Bahnhof nach unten absenken? Tiefer führen diesen Bahnhof? Ja, tiefer, ja. Nur mal Frage. Könnte ja sein, dass man tiefer geht. Theoretisch können Sie... Wie weit? Theoretisch können Sie den Bahnhof... Ich habe jetzt die Auftriebssicherheit nicht überprüft, aber theoretisch können Sie den Bahnhof bis hierher vertiefen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es eine Vorgabe in der Verordnung gibt, dass ich die Grundgipsschichten nicht angreifen darf. Ich muss dann letztendlich aber gewährleisten, ja, wenn ich so tief bin, brauche ich auch keine Pfähle mehr. Dann bin ich ja wirklich in Gipsschichten drin. Wir brauchen ja nur Pfähle, Ad1 bei den hochbelasteten Bereichen und weil der Gipskörper oben teilweise schlechter ist, beziehungsweise weil wir hier auch noch Wanderschutt drin haben. Aber wenn ich jetzt mal davon, also die reine Frage, was ist denn nach Verordnung möglich, dann könnten wir bis zu dieser Linie den Bahnhof. Wie viele Meter sind das? Das sind bestimmt noch, also von vorher hatte ich, einen Moment bitte. Beachten Sie den Nesenbach. Ja, den kann ich ja theoretisch, wenn ich tiefer fahre, über den Bahnhof wieder leiten. Denn die Fahrspur selber hat eine definierte Höhe. Dann würde ich wieder über den Bahnhof drüber kommen mit dem Nesenbach. Das heißt also, wenn Sie hier dieses Maß lesen mit 16 Meter, ziehen Sie die sieben Meter ab wegen mir. Das heißt also, in der Größenordnung von, was sind das, 6-7 Meter, könnte man meiner Ansicht nach, ohne dass eine... Das ist jetzt aber ins Unreine gesprochen, denn dann müsste man die hydraulische Sicherheit in diesem Bereich nochmal sauber untersuchen. Aber könnte man tiefer gehen in jedem Fall. Gut. Aber das geht doch nicht. Sie müssen doch bei der Adenauer Straße wieder höher sein. Ja. Das ist ja nur eine fiktive Frage an mich gewesen, ob man könnte. Ich mache ja keine verkehrsplanerischen Untersuchungen hier. Das geht es nicht. Die Frage hat das beantwortet. Und die Frage darf ich ja wohl stellen, Herr Bob. Darf ich? Oder? Ja, die Frage, die dürfen Sie natürlich stellen. Es ist nur so, dass sie in dem Zusammenhang verwirrend ist, weil das suggeriert, man könne, er hat beantwortet, dass aus geologischer Sicht man den Bahnhof tiefer legt. Richtig, das war meine Frage. Es geht aber aus anderen Gründen eben ja, nicht, das ist weil, was ganz weil, anderes. Weil die S-Bahn im Weg ist. Das kann er ja gar nicht beantworten. Entschuldigung, ich wollte das ja nur unter geologischen Gesichtspunkten beantwortet haben. Deswegen ist gut, wie weit kann man den Bahnhof absenken? Deshalb ist gut, dass wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer das nochmal konkretisiert haben. Man kann ihn aus geologischer Sicht tiefer legen, aber so aus anderen Gründen nicht. Anders war meine Frage überhaupt nicht zu verstehen, es sei denn, man hat mir nicht zugehört. Das kann ja sein, vielleicht haben Sie sich mit dem Herrn Hahn unterhalten. Ja, ich habe die Frage schon genau formuliert. Jetzt machen wir, Entschuldigung, ich bin gleich wieder ganz ruhig. Also wir waren ja bei dem zum Schluss hängen geblieben bei dem Fall Bonn, sozusagen Nesenbach überlaufen. Da hatte ich Ihnen erläutert, dass selbst für diesen Katastrophenfall nachgewiesen wurde, dass die Auftriebssicherheit des Bahnhofs gegeben ist, dass wir also nicht befürchten müssen, dass uns irgendwann der Bahnhof aufschwimmt. Jetzt komme ich zu der Herstellung der Baugrube. Um Ihnen und insbesondere auch den Zuschauern natürlich einmal zu zeigen, was wirklich dort gemacht wird. Ich habe da eine Folie gemacht, die einmal als Schemaskizze, die einmal Ihnen die Verhältnisse zeigt, wir sind in der Nähe des Kopfbahnhofs, da müssen wir auch beachten. Und dann haben wir oben vereinfacht gesehen Quartier und Auffüllungen, dann haben wir Gipskäuber und dann haben wir die Grundgipsschichten und den Lettenkäuber. Soweit kennen Sie ja die Situation schon. Wir haben den Grundwasserspiegel und wenn ich jetzt...
wenn ich jetzt die Baugrube herstelle, sehen Sie, dass ich links und rechts um die Baugrube herum einen Verbau einbringen will, um letztendlich abgraben zu können. Wenn ich die Bauträger eingebracht habe, dann hebe ich zunächst mal bis etwa über den Grundwasserspiegel, um dann von hier aus, das kann ich im Trockenen machen, um von hier aus dann die Rückverhängung, die Rückverankerung des Verbaus herzustellen. Ich habe hier schematisch mal eine Ankerlage eingezeichnet. Wenn ich die hergestellt habe, dann werde ich, wenn ich tiefer will, muss ich natürlich das Grundwasser jetzt absenken, was hier jetzt dargestellt wird. Das heißt, ich bringe Brunnen innerhalb der Baugrube nieder und ich bringe außerhalb Möglichkeiten Brunnen nieder zur Infiltration des Wassers. Der zeitliche Zusammenhang zwischen den Brunnen innerhalb und außerhalb sollen Sie bitte nicht so nehmen, dass das gleichzeitig passiert, sondern das ist Grundwassermanagement. Das wissen Sie ja, dass das bereits jetzt eigentlich erfolgt, um darauf vorbereitet zu sein. Im nächsten Schritt fangen wir dann an zu pumpen. Das heißt, wir senken den Wasserspiegel innerhalb.